Ja, Herr Watzke, ich würde anfangen. Was erwarten Sie denn morgen Abend für ein Spiel von Ihrer Mannschaft vor allem? Was erwarten Sie von der? Ja, ein erfolgreiches. Fußball ist ein Ergebnissport und ehrlich gesagt, das Wichtigste ist, dass wir morgen nicht verlieren. Dann kommen wir weiter. Dass das ein hartes Stück Arbeit wird, dass Bergamo sehr körperbetont spielen wird, das wissen wir auch. Aber wir haben gewonnen im Hinspiel und wir wissen jetzt, ein Unentschieden bringt uns auf jeden Fall weiter. Ja, das sollte mal angehen. Herr Stöger hat nach dem Hinspiel gesagt, es ist ja sehr schwer, uns zu schlagen im Moment, auch wenn es vielleicht spielerisch noch nicht immer auf höchstem Niveau ist. Ja, was würden Sie sagen, warum ist es im Moment trotzdem so schwer, den BVB zu schlagen? Ja, weil wir, ich kann das auch nicht mehr hören mit dem spielerisch höchsten Niveau. Wir haben gegen Leipzig zum Beispiel 3:2 zu Hause verloren. Das war ein überragendes Spiel, hat aber keiner von euch gesagt, mein Gott, was war das ein Niveau? Und alle gesagt, mein Gott, wie kann man das Spiel verlieren? Wir sind kompakt, wir sind, die Abwehr steht. Vorne haben wir genug individuelle Klasse, immer ein Tor zu schießen. Und dass wir manchmal auch noch vielleicht mal einen Tick befreiter noch aufspielen, das kommt jetzt automatisch. Wenn du Spiele gewinnst, hast du auch mehr Selbstvertrauen. Das wird sich jetzt jede Woche etwas weiter verbessern, wenn wir diesen Flow mitnehmen. Machen Ihnen die beiden gefangenen Auswärtstore vom Hinspiel in irgendeiner Form Sorgen? Nö, das ist mir völlig egal, ob wie viele Auswärtstore wir gekriegt haben. Wir wissen unentschieden, sind wir weiter oder gewinnen. Und wenn wir verlieren, dann werden wir ausfliegen. Es sei denn, wir spielen wie in Liverpool 4:3, da sind wir ausgeschieden, diesmal geben wir weiter. Aber das ist nicht die Maßgabe. Diese ganze Arithmetik stört mich sowieso. Für uns ist ganz klar, wir wollen das Spiel nicht verlieren und dann geht es weiter. Sie haben Ihre drei deutschen Nationalspieler wieder auf dem Platz zusammen, Götze, Reus und Schürrle in der Offensive. Wie froh sind Sie, dass die drei in so guter Form jetzt zusammenspielen? Ja gut, wir haben noch ein paar Spieler mehr. Es geht nicht nur um die drei, sondern wir haben ja auch noch jetzt der Jadon Sancho kommt zurück, Christian Pulisic ist da, der Maxi Philipp ist kurz vorm Rückkehren. Also, aber natürlich ist das schön, wenn man sieht, dass die drei auch harmonieren, dass die eingespielt sind aufeinander und jetzt auch vor allen Dingen André Schürrle muss ich ein großes Kompliment machen. Macht das jetzt über Wochen sehr gut und ja, das sieht ganz gut aus. Herr Watzke, wie kommentieren Sie denn das Gerichtsurteil heute Morgen in Bremen? Ich habe mich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, weil mein ganzes Ding jetzt erstmal Richtung Bergamo geht. Ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Verständnis dafür. Ich hoffe dann, dass das dann aber auch dann nicht nur auf den Fußball bezogen wird, sondern dass dann auch alle anderen Volksfeste, alle anderen Aktivitäten auch anteilig dann mit Kosten belastet werden. Da, ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und noch eine Frage zum Montagsspiel. Jetzt gab es diese Woche Proteste der Fans. Was erwarten Sie da kommenden Montag in Dortmund? Ich habe ja schon gesagt, wir haben Respekt vor denen, die eine andere Meinung haben. Und wir akzeptieren das auch, wenn sie demonstrieren. Sollte aber idealerweise in angemessener Form sein. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben aber auch gleichzeitig einen Fernsehvertrag abgeschlossen, der diese Montagsspiele beinhaltet bis 21. Und da halten wir uns auch dran, weil es eben abgesprochen ist. Und da müssen wir einfach in der Liga darüber diskutieren, ob es weitergeht oder ob wir, wo es auch Argumente für gibt, das lassen. Rein sportlich gesehen ist es für uns sicherlich am Montag ein Vorteil, erst Montag spielen zu müssen und nicht Sonntag. Denn wir haben dadurch einen Tag mehr Regeneration und das hilft uns, das ist auch klar. Aber das hat jetzt nichts mit den Protesten der Fans zu tun. Ich sage jetzt ganz bewusst, rein sportlich ist das so. Und wer da bei uns eine andere Meinung hat, wir sind ein demokratischer Club, der darf das auch äußern.